Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Und wenn ihr euch über die ungewohnte Perspektive wundert, dann liegt das daran, dass ich hier gerade mal zufällig dran vorbeigeflogen bin. Und man ist ja eigentlich immer recht schnell vorbei an der Basis, aber wenn man sich mal so ein bisschen Zeit nimmt und hier mal so reinschaut, dann finde ich, ist das Ganze doch echt schön geworden und sieht mit den ganzen Fenstern echt schnieke aus. Und ja, das wollte ich eigentlich auch nochmal zeigen hier. Hübsch ist es geworden. Okay. Und heute machen Hawk und ich am Schiff weiter. Wir haben viel zu tun. Im letzten Video haben wir euch ja relativ kurz zwar, aber immerhin ausführlich informiert über den aktuellen Stand des Schiffes. Und jetzt geht es eigentlich darum, hier weiterzumachen. Das sieht cool aus. Yay! Schick. Okay, ja, dann mache ich auch mal meine Lampen an und dann würde ich sagen, bauen wir hier am Schiff weiter. Wir haben vor, was wollten wir machen? Die Antriebe oder zumindest... Ich würde sagen, Antriebe zuletzt. Ich würde erstmal hier drinnen alles fertig machen. Okay, dann lassen wir, dann machen wir hier drinnen fertig. Also wir haben eine Sauerstoffversorgung. Es ist bisher nur ein Lüftungsschacht, aber möglicherweise reicht ja auch für den Raum hier, weil es ist gar nicht so riesengroß. Ja gut, aber das dauert dann länger zum Befluten und so, ne? Das stimmt. Ja, wir können ja noch eine Abzweigung machen. Nur wir müssen dann halt dran denken, dass wir immer schön ohne Mods bauen, also Conveyor benutzen statt T-Stücke. Ja. Okay. Was müssen wir dann jetzt als nächstes haben? Also, wir haben die Krankenstation. Wir brauchen für die Krankenstation, wir haben Sauerstoffversorgung, Energieversorgung kommt auch. Wir brauchen noch eine Versorgung mit Hydrogen. Dazu muss aber, glaube ich, nur Eis rein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sauerstoff haben wir nicht. Also wenn wir hier Eis reinpacken, dann haben wir hier Sauerstoff- und Hydrogenversorgung. Das ist die Frage, ob wir mal eben so ein bisschen Eis holen sollen irgendwoher. Irgendwo haben wir ja bestimmt noch was vorliegen. Auf Basis müssen wir noch ganz viel haben, glaube ich. Sollen wir da einfach was rausnehmen? Ja, können wir dann. Oder willst du es jetzt schon machen? Ja, dann haben wir es drin, sag ich mal, ne? Ist dann die Frage, wo kriegen wir die Sachen eigentlich rein? Wir haben gar keinen Andocker. Ja. Aber vielleicht oben auf dem Dach ein Andock-System machen eben. Zumindest für Eis. Später legen wir das um für andere Sachen oder so. Was ja, meinst du? Was heißt später legen wir das um? Dann lass doch einfach hier, lass doch einfach so machen. Pass auf. Wo ist die Zwischenwand? Ja, nee, was hast du vor? Wenn wir jetzt einfach hingehen. Ja. Ich sag jetzt mal den abreißen, ja? Ja. Einfach hier in die Mitte eine Leitung führen. Ja. Das kann auch ruhig ein bisschen, kann man ja ruhig sehen, das ist ja gar kein Problem. Und mittig jetzt von der ganzen, achso, das ist... Mittig ist schwierig, aber warte, mittig ist genau hier. So, weil dieser Mittelstreben steht noch. So, also hier. Genau. Hier. Der. Ja, dann machen wir hier einfach den Zugang nach oben hin nachher. Verstehst du? Dann können wir nämlich zu der Seite hier vielleicht noch nachher eine Materialleitung machen, dann können wir wirklich... hier wegen den Containern, weil müssen wir eh auf die Seite hier rüber nachher. Warte mal, geht denn das Eis dann auch hier rein? Das glaube ich nicht, ne? Weil das müsste durch den O2-Tank. Das zieht er sich automatisch rein. Oder durch den O2-Tank? Achso. Oder wir machen hier oben halt noch ein weiteres Rohr dran, obwohl das ist auch blöd. Das macht doch hier einfach noch ein Rohr nach hier unten. Hier so. Das sieht wieder so doof aus, ne? Ja, das ist das ja. Das tauscht doch einfach den Tank mit dem... Ach ne. Doch, klar. Tauscht einfach den Tank mit dem Sauerstoffgenerator. Das müsste doch dann eigentlich gehen, oder nicht? Müsste gehen, ja. Dann setzt du hier einfach nachher den Tank hin. Aber hier ist... Pass auf, ich nehme den Sauerstoffgenerator ab. Ich wusste, dass ich nicht genug Platz habe. Moment mal, ich pack mal ein bisschen was hier von dem Eisen rüber. Mich wundert es gerade, dass du nicht sagst, dass ich es aufheben soll. Aber ich hab's auch aufgehoben. Hast du gemacht? Ja, okay. Pass auf, ja, dann kann ich es gleich nicht zusammenschweißen. Aber dann schweiße ich jetzt den Sauerstofftank auch noch eben auseinander. Nee, da fließt das auch wieder auf den Boden. Oder hast du jetzt... Nee, ich hab jetzt Platz gemacht. Ach so. So, siehst du? So, und jetzt machen wir den Sauerstofftank mit einem... Conveyor, ne, das ist auch... Das ist doch hier ganz hinten hin, das ist doch... Raum ist doch noch ganz groß hier, also... Ja, pass auf, dann machen wir den Sauer... Was denn jetzt? Den Sauerstofftank oder was? Ja, den Tank. Hier wieder hinten in die Ecke, oder was? Wir haben so viel Platz in der Raum. Ja, der hat keinen Anschluss, den lege ich dann jetzt hier rein.
Ja, dann leg doch. Dann können wir dann vielleicht sogar auch zwei übereinander legen, oder was? Theoretisch ja. Okay, so dachte ich jetzt eigentlich nicht. Wie denn? Ich dachte eigentlich hier so längs, also hier, so, weißt du? So. Ach da! Ja, hier, okay. Das, weil dann kann man nicht hier ja nachher die Anschlüsse machen. Hm, dann mach doch schon mal zwei Conveyor dahin. Hab ich überhaupt Material? Das weiß ich nicht. Förderband. Schwupps. Natürlich nicht. Was brauche ich denn? Interne Panzerung. Ja. Interne Panzerung. Ich leg ihn mal so hin. Okay, das wäre Nummer 1. Dann die Förderleitung. Und das haben wir gar keine Stahlrohre mehr? Conveyor. Wir haben gar keine kleinen Stahlrohre mehr. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, die sind alle weggegangen. Ja. Ja, das kann sein. Scheiße. Gut. Dann produziere ich nochmal so 3000. Wir haben's ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, oh, wir haben nicht mal viel Material. Genau. Interne Panzerung, ist noch welche da? Also, ja, ist noch da. Okay, dann kannst du den Conveyor da reinsetzen. Schwarz sagst du, ne? Hm? Drin, achso. Ja. Muss ja erstmal einen fertig bauen. Hast du einen Stahlrohr klein? Super, ich hol mal hin. Geil. Oh, wie fail. So, der Sauerstoff geht dann ja auch wohl zurück dadurch. Der geht dann auch hoffentlich durch die Sauerstoffanlage. Müsste es zumindest gehen. Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass Sauerstoff alle Systeme passiert. Dann stellen wir hier jetzt das Teil rein. Du hast noch die restlichen Komponenten für das Ding hier, glaube ich. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Du hast doch die restlichen Komponenten aufgehoben. Ach ja, sicher, klar. Ach, stimmt. Ist ja auch fertig, passt ja. Okay. Schrei mir die an. Hat er unten auch einen Anschluss? Ja. Okay. ja. Warte. Ich bin mir also, er hat oben einen, das sehe ich. Ja. Moment. Und, unten auch. Ja, er hat Anschlüsse auf allen Seiten. Das ist ja, passt super. Schon. Okay, also Sauerstoff, dann jetzt oben die Undock-Luke, das Undock-Teil. Ja. Also reißen wir dies ab. Mein Gott. Vielleicht doch nochmal besseren Schweißer holen. Naja. Okay, das sieht natürlich jetzt nicht schön aus, aber... Okay, jetzt fehlen mir interne Panzerung, die hole ich mir mal eben. So. Gott sei Dank haben wir hier den Access Hatch, interne Panzerung. Okay, das Ding kommt da dran. Und dann hier einfach das Undock-Teil. Wie heißt das nochmal? Genau so. Hier was mit Verbinder, ne? Genau. Verbinder. Der steht aber ziemlich doof hier raus. Der steht eigentlich gar nicht raus. Kommst du mal hoch? Sollen wir den Verbinder rausstehen lassen oder sollen wir den so machen? Es geht schon, muss man nur vorsichtig fliegen, ne? Was meinst du? Ja, komm, lass so. Das ist in Ordnung. Ja? Ich denke auch. So, dann können wir jetzt eigentlich Eis einladen. Und zwar mit dem Schweißschiff noch, ne? Ja. Ich mach das mal eben. So, auf geht's. Wir holen uns Eis. In den ganz hintersten Abteil, ne? Ja. Wollten wir da jetzt eine Raffinerie und eine Montageanlage reinlassen? Ja, genau. Da würde ich das schon mal in Angriff nehmen, wenn du nichts dagegen hättest. Nee, klar.
Dafür machen wir das ja jetzt. Ist die, welche Farbe soll das Ganze denn haben, wenn ich schwarz bitten darf? Alles schwarz. Auch schwarz, okay. Ja. Schwarz wie die Seele. Na, deine vielleicht. So, also, Cockpit, Bohrer, Sauerstoffgenerator. Wir haben 23.000 Eis. Warte mal, nur verbunden da eigentlich. Cockpit? Wieso Cockpit? Wieso kann ich das nicht in den Verbinder ziehen? Endlager? Moment mal. Was ist das denn jetzt? Wieso werden mir hier die ganzen Bohrer angezeigt? Die will ich doch gerade gar nicht sehen. Ich weiß nicht, was du da gerade machst. Zeige verbundene Inventare. So. Also, links haben wir das Eis im Sauerstoffgenerator. Das ziehen wir uns jetzt nicht ins Cockpit, sondern in den Verbinder? Nein. Wo ist denn... Wie heißt denn der Frachtcontainer hier? Welcher? Ja, hier der am Schiff. Boah, da bist du ja verrückt, das ist ja... Guck, was ist doch. Was ist rot und ganz was ist... unten, weiß ist, also weiß ist das, was du jetzt in deinem jetzigen Schiff hast. Gut, das ist doch mal... Ja, jetzt sehe ich es auch, okay. So, das heißt, wir ziehen das Eis von hier in den Komponenten-Frachtcontainer. Zack, nee, nicht alles. Wieso, was hat er jetzt gemacht? Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Das springt hin und her. Achso, wegen der Raffinerien. Ah, das nervt total. Da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben, oder? Du kannst, drück mal oben rechts auf Lagerinventare. Ja, Filter Lagerinventare. Genau, okay. Vielleicht bringt das was. Nee, leider nicht. Okay. Überhaupt nicht. So, jetzt habe ich das Eis verloren. Wo ist das Eis? Wo ist das Eis? Da ist das Eis. Nee, doch, da ist das Eis. 225.000? Wieso ist es denn jetzt wieder so viel? Das ist ein ganz anderer Container. Large Cargo Container? Woher kommt der? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen. So. Ja, ich weiß nicht, Large Cargo Container? Kann auch nur von den Schiffen dann, glaube ich, sein. Oh, lieber Zuschauer. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie man das besser organisieren kann? So. Okay, ach ja, jetzt soll ich mit meinen Flugkünsten dieses Undock-Manöver machen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, wieso nicht? Der Zuschauer weiß warum. Okay. So. Bin ich gerade im Überlegen, warte mal. Oh, weia. Oh, noch ein bisschen Material. Alles klar, bin angedockt. So, P. Connector enabled. Jetzt muss ich das Eis ja nur rüberziehen. In... Ja, wohin? Oh, das ist ja schrecklich. Chris ist in, ja. Ganz ehrlich, das ist wirklich, wirklich schrecklich. Systeminventare? Welder, Sauerstoff? Nein. So, ich steige jetzt erstmal aus diesem Schiff. Und ich benenne jetzt erstmal die Komponenten hier um. Dieses Ding hier heißt jetzt... Sauerstoff... Ja, wo war denn jetzt nochmal der Unterschied zwischen Effektivitäts- und Produktivitätsmodul? Gute Frage. Das ist immer wieder. Ja. Effizienz, glaube ich, dann kriegst du mehr daraus, ne? Effizienz. Nee, mehr raus, glaube ich, bei Produktion. Nee, Produktionseffizienz. Ja, Produktivitätsgeschwindigkeit. Moment, das heißt Produktionseffizienz und.
Ja, bau irgendwas dran, ganz ehrlich. Ich baue von allem etwas dran. So, Sauerstoffgenerator. Ich hoffe, dass das jetzt der Sauerstoff... Weiß ist das, was an diesem Schiff ist, richtig? An dem ich gerade arbeite. Ja. Sicher? Ja. 100% sicher. LS heißt jetzt Landungsschiff. Alles klar? Okay. Gut. Sauerstofftank LS. Large Reactor 2 LS. Large Reactor 1 LS. Raffinerie LS. Krankenstation LS. KC Access. Ist das Access Hatch? So. Zugangs. Klappe LS. Fahrwerk, das können wir erstmal alles so lassen. So, LS, 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 Verbinder. LS. LS, das hört sich jetzt an, als wäre das irgendwie eine Krankheit oder so. Nein, LS steht jetzt für Landungsschiff. Mir fällt nichts Besseres ein. Ich bin froh, dass ich das jetzt überhaupt hingekriegt habe hier. So. Mecker nicht! Nein, so, verbinden. So. Jetzt wollen wir. Die sind nämlich jetzt rot, die Sachen vor dem Schiff. Das ist schon mal gut. Zugangsklappe, nein. Sauerstoffgenerator LS. Und ich brauche das Eis von hier. Und das geht in den Sauerstoffgenerator LS. Wunderbar. Es wird Sauerstoff generiert. Gut. Machen wir Startplatten. So ein Dreck. Stahlplatten. Noch mehr Stahl. Weiß die Schmelzöfen an. So, das heißt, jetzt müsste eigentlich Sauerstoff generiert werden. Ja, das sieht gut aus. Und der Tank müsste sich füllen. Schauen wir mal kurz. Also ich weiß nicht wieso, aber ich habe da echt ein Talent für zu sterben. Okay. Stromsparmodul. LS. Produktivitätsmodul LS, großer Frachtcontainer 1 LS, 2 LS, Flugsitz LS, Fahrwerk lasse ich noch so, Effektivitätsmodul LS. So. Ja, jetzt haben wir auch Sauerstoff. Das heißt, wenn wir jetzt hier dran gehen, dann lädt auch Sauerstoff und Hydrogen auf. Wunderbar. Okay, die Krankenstation ist voll funktionsfähig. Frage ist Kryokapseln. Ich würde sagen ja. Ich würde eindeutig sagen ja. Hässlich! Das ist einfach nur hässlich! Die steht auf dem Kopf! Was? Ja, von der Seite, aber nicht von der Seite. Ja, aber von der anderen Seite sind doch die schönen Leuchtesachen. Leuchtesachen. Die Effizienzmodule und so. Warum hast du die andersrum reingelegt? Dann wird dir das Refinery auch nicht auf dem Kopf stehen. Das siehst du doch nachher sowieso nicht mehr. Hier kommt doch noch, hier wird doch noch zugemacht. Achso. Was ist denn mit dir? Ehrlich? Wird noch zugemacht? Wieso? Wieso willst du es zumachen? Weil hier gleich die Förderleine rumkommt und dann kommt hier die Montageanlage hin. Okay. Ja. Siehst du? Ja, dann kannst du ja auch schon mal raumtechnisch so ein bisschen. Machen wir das ungefähr so. Würde ich hier in der Ecke anfangen. Also so. So. Und so. Und die Ecke hier. Die kommt dann weg. Und da kommen dann normale Blöcke rein. So. Und wie viel Platz brauchst du da? Was meinst du? Meinst du, wenn man die Wand jetzt... Kann ich dir noch nicht sagen. Also ich muss ja nicht gucken, weil ich will hier auf jeden Fall noch irgendwie kleine Container hinsetzen. Hm, okay. Für dann Erz und so ein Kram dann.
Ja, also ich mach nur mal so, wenn du mit dem Platz so auskämst, wär's ja schon nicht schlecht. Die Frage, brauchen wir kleiner Frachtcontainer oder nehmen wir... Ich denke, du kannst auch mittlere setzen, oder? Ja, mittlere sind fürs kleine Schiff. Ach so. Also entweder klein oder groß. Überlasse ich dir. Komm, ich setze hier einen großen und fertig. Allerdings haben wir hier auch zwei große nebenan, ne? Man könnte natürlich auch einfach eine Verbindung dazu hinbauen. Weil hier wäre ja ein Undock-Platz dafür, ne? Genau hier in der Ecke. Ich wollte das hier jetzt komplett getrennt von dem da hinten halten. Ja, aber wozu brauchen wir dann die zwei großen Container? Da kommt nachher Material rein, was wir hier schon produzieren oder produziert haben. Ja. Also kommen da schon mal Komponenten rein. Und hier hinten die Raffinerie und die Montageanlage, die sind dann so reservemäßig. Das werden wir wirklich mal benötigen, dass wir die dann in Anspruch nehmen können. Okay, verstehe. Mhm. Na, und deswegen wollte ich das dann jetzt separat getrennt haben. Ja, okay. Na, aber ich sehe gerade, ein großer Container wäre zu von der Höhe auch zu hoch. Ich nehme einfach einen kleinen. Okay, wie du meinst. Du machst das schon. Ja komm, ich nehme einfach einen kleinen Container, Bums fertig aus. Ah, toll, wo anzeigen. Komm, ich nehme zwei Container, zwei Stück übereinander. Ist jetzt nicht so fassen. Was ist? Was passiert? Bist du tot? Sag bloß! Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht wieso, aber ich hab da echt ein Talent für. Bin froh, dass ich das nicht war. Sorry. Das kann man schnell ändern, mein Freund. Willst du mir etwa drohen? Nein, vielleicht. Vielleicht, kommt drauf an. Ja. So. Und mein Schweißer ist weg. Oder liegt hier irgendwo mein Schweißer rum? Hier liegt er. Was, wo? Oh. Genau da an der, genau. Ja. Super. Tö. So. Benennen die direkt mal um, ne? Hm? Benennen die auch direkt um. Ja. Container. LS. Container 1, 2, LS. Hast du nicht gesehen. Achso. Okay. Achso. Alter. So. Warte mal, die großen Frachtcontainer, das wären ja die da hinten, ne? Mhm. Dann will ich die mal bitte umändern in Warenlager. Komponentenlager. So, Komponentenlager 1 und Komponentenlager 2. Weil da kommen ja die Komponenten rein. Dann haben wir es ein bisschen besser. So, das hier war jetzt. Ja. Einer Produktionshalle LS. Hm. Was denn? Ja, das ist, das sieht nicht schön aus. Deswegen mache ich das nochmal ein bisschen anders. So, das haben wir.
alles weg hier. Bisschen mehr Platz haben wir ja hier. Na, supi. Okay, so. Hoppla. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ach, gestürzt. Hm, was ist los? Hast du alles kaputt? Du brauchst so viel Material! Gut, dass wir da mittlerweile keinen Mangel mehr dran haben. Ja. So, Computer. Oh, es waren fast zu viele. Ah, egal, macht ja nichts. Lieber zu viel oder zu wenig? Ja, das sieht besser aus. So. Dann machen wir das Ding hier zu. Metallabfall, okay, das habe ich gerade produziert. So, jetzt haben wir es aber, denke ich, hübsch. Wo ist von der Sicherung? Und genug Platz ist da hinten jetzt auch drin. Da kann man also alles, was du gerade gesagt hast, unterbringen. Da kriegen wir keine Platzprobleme. Ja, ganz sicher. Ziemlich. So, jetzt kommt nämlich das dahin. Dahin. Ich würde sagen, wir machen hier keine Tür rein, sondern lassen einfach den Durchgang hier so. Sieht dann ein bisschen hübscher aus, denke ich mal. Oder ne? Da mal gucken. Vielleicht noch ein Fenster oder so mit reinbauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Oder hier so eine Dreiecksglasfront hier drüber, weißt du? So hier oben drüber. Wie meinst du das? Mach du mal! Ja, warte, ich muss erstmal hier. Warte, lass mich erstmal bitte das hier dann. Ich hoffe, ich habe jetzt alles dabei. Stadtpartner. Irgendetwas muss ja immer fehlen, ne? Irgendwas fehlt immer, das ist leider so. So, okay, aber... Wenn es dann nur so ein Fitzel ist. Ja. So. Jetzt habe ich ihn noch. Aber, du warst mit irgendwas stehen liegen. Guck mal, was hältst du denn jetzt davon? Das ist jetzt so, das, ich denke mal, das ist hier final. Ich schau mal.
Auf jeden Fall ist irgendwas noch rot, irgendwas funktioniert nicht davon. Ja, das sind die Effektivitäts, glaube ich. Funktionieren die hier über den Montageanlagen gar nicht, oder? Ach nee, das ist ja... Oh. Oh, warte mal, lass mich die Sachen mal nehmen, weil ich kann die gut gebrauchen gerade. Die brauche ich aber auch. Ich muss doch die Dinger da wieder reinsetzen. Ja, du kannst ja neu holen. Nein, ich pack die gleich in die Access Hatch. Warum hat das nicht funktioniert, sagst du? Weil das die Effektivität ist und ich brauche ja die Produktivität. Ach so. Da fehlt noch was. Schmeiß mal ein, bitte. Ah, ja, okay. Du hast nicht Stahlrohre groß. Nee, ich habe keine Stahlrohre groß. Das ist nämlich das Problem. Ich brauche nämlich welche. Ich habe nämlich auch nicht genug. Aber ich hatte doch welche genommen gehabt. So, wie kommt man da hinten jetzt dran? Gar nicht, ne? Wo dran? Da hinten rein kommt man nicht mehr, ne? Soll man auch nicht. Soll man nicht? Nö, wofür auch? Ich finde, dass schon jeder Teil irgendwie wenigstens zugänglich sein muss, oder? Nö, wofür? Das hier hinten, das ist doch nur... Das ist zu. Das ist, da muss man nicht mehr dran. Ja gut, okay, dann, Ja gut, du kannst ja hier an der Seite hier vorbei, hier. Ja, aber wie belädst du das denn jetzt? Mit Material? Da wollte ich mir noch was einfallen lassen. Du musst ja wenigstens noch ein Rohr hier rumführen irgendwie. Und, ja, weiß ich auch noch nicht. Ich hole mal eben große Stahlrohre. Ich hoffe, wir haben noch welche. Was liegt denn hier alles rum? Wo? Was ist das denn? Wahrscheinlich mal Bohrer und sowas, was ich vorhin da rot angeschmissen habe. Nee, hier ist was... Ja, okay, also... Ja, definitiv, aber was? Aber das andere hier liegt irgendwie eine Platte in der Luft. Eine Platte? Guck mal, ob du die auch siehst. Warte, ich komme. Das sieht... Jetzt ist es keine... Ich sehe hier nichts. Du siehst hier nichts? Ja. Okay, ich sehe hier definitiv was. Wo denn? Ja, hier direkt. Es scheint aber ein Bug zu sein. Also von einer Seite ist es durchlässig, von der anderen nicht. Ja, kennen wir ja alle diese wunderbaren Bugs. Große Stahlrohre haben wir noch. 40 Stück brauche ich. Ja, die kriege ich locker nicht mit. 40? Ich kann auch noch welche mitnehmen. Wie viel brauchst du denn noch? 40 zum Fertigschweißen des zweiten Sauerstofftanks. 25 habe ich. Ja, okay, dann nehme ich... Ich habe noch 20 mit, dann passt das ja. Dann einmal den zweiten Sauerstofftank fertigschweißen. Super. Danke. Ja, cool. Sehr schön. Geil. Ja, sauerstofftechnisch sieht das schon mal gut aus. Krankenstation funktioniert auch. Sauerstoffgenerator könnte man sogar noch erweitern, wenn man da braucht. Genau, könnten wir noch welche drüber machen. Wenn man es dann braucht. Ich denke aber, dass das nicht nötig ist. Okay, gut. Ja, wie schnell verbraucht sich das Eis jetzt? Ich habe 37.000 reingeschmissen. Jetzt sind nur noch 24 drin. Ja gut, der füllt ja jetzt auch die Container erst, ne? Also der füllt jetzt auch die Container, ja. Obwohl der eine Container war gerade bei 4, jetzt ist er nur bei 3. Ja, aber ich habe jetzt gerade nochmal was gesuppelt hier. Aber von 4 gleich auf 3 runter, nur wenn sich ein Astronaut da ein bisschen Sauerstoff abzieht, ist natürlich auch... Ja. Wo ist denn? Oder verteilt er das jetzt? Weil jetzt... Kann das sein, dass er das jetzt gleichmäßig verteilt hier? Weil schau mal, jetzt hat der obere einen voll, der untere immer noch 3. Kann das sein, dass der so ein Gleichgewicht herstellt hier einfach zwischen den beiden Tanks? Kann auch sein, ja. Möglich wär's. Wir verlieren ja momentan auch nichts, ja, weil wir keine... der eine Sauerstofftank ist schon bei 99%, also 99,9994. Okay. Der andere ist jetzt bei 44%, also teile ich dann wohl nicht auf, denke ich. Na, dann wird das schon gehen. Okay, also wir sind deutlich am Ende angekommen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch gefällt, was wir hier anstellen. Und ja, würden uns natürlich freuen, wenn ihr positive Daumen da lasst und gerne auch Kommentare. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.